Hallo liebe Zuschauer, heute stellen wir euch das Kartenspiel Jinx vor, was übrigens, ich glaube, Spielhits im Bereich Karten geworden ist. Österreichischer Spielepreis 2021 und Jinx aus dem Piatnik vom Autor Klaus Altenburger. Das zeigen wir euch spielerisch in nachfolgenden Sequenzen. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zum Kartenspiel, zur Spielvorstellung von Jinx. Ab 6 Jahre, 2 bis 4 Personen, 15 Minuten. Und wir zeigen euch das spielerisch. Das ist nämlich wirklich nicht schwer. Ist doch was, ein Kartenspiel für Jung und Alt. 6. Und die Alina hat einmal gewürfelt. Sie darf jetzt noch einmal würfeln. Und ihr seht, wir haben eine zufällige Auslage von 4x4 Karten gebildet. Genau, sie nimmt sich jetzt die 6. Dann bin ich dran und würfel. So, und ich nehme mir die 3. Und die 3... Nimm dir die da! Nein, ich nehme mir die da. Und ich versuche natürlich, die Farben zu sammeln, weil sonst habe ich je nachdem ein Problem, wenn hier keine Karte mehr genommen wird. Weil dann muss ich die Farben wieder abgeben, die ich jetzt hier vor mir habe. Oder warte. Aber das seht ihr gleich in den Sequenzen. Also man darf bis zu 2x würfeln. Ich würfel nochmal. Ja, Lina, würfel nochmal. Jetzt nimmt sie sich eine 3. So, und solange Karten auslegen, passiert nichts. Ich will keine 3. Ich nehme keine 3. Du nimmst eine 3. Jetzt sammelst du halt. Ist ja auch nicht schlimm. Den nehme ich jetzt eben nie mehr so lieber. Ziel ist es, über 3 Runden die meisten Punkte zu bekommen. So, ich habe die 3. Und die 3 gibt es nirgends. Jetzt bin ich nochmal dran. Und jetzt würfel ich wieder die 3. Nein, Alina. Wir müssen abgeben. Schwarz, warum muss ich schwarz abgeben? Weil noch schwarz gibt, ich muss auch alle. Und lila abgeben. Und rosa muss die Null Alina Punkte auch abgeben. In der Runde. Null Punkte. Weil du die dunkle Zahl gewürfelt hast. Eigentlich wollte ich ja nicht noch das andere Element zeigen, aber jetzt gehen wir in die zweite Runde. Alina, ich lege die Karten aus und dann ich gehen wir. Du legst sie aus. Unglaublich, das hatten wir noch nie, aber deswegen drehe ich jetzt nicht nochmal von vorne. Kann aber passieren. Das heißt, ihr nehmt jetzt die restlichen Karten, legt wieder 4x4 Karten aus. Und was ist, wenn am Ende wir auch 0 Punkte haben? Das glaube ich nicht. Also ein paar Punktchen werden wir ja haben. Ich habe zwar vorhin wieder verloren. Und wenn wir beide einen Punkt haben? Ja, dann schauen wir in der Anleitung, was der Verlag gesagt hat oder der Autor oder der Redakteur. Und was ist, bei wenn Gleichstand da nichts passiert. Drin steht? Dann fragen wir mal an. Oder vielleicht sagt uns das Piatnik dann. Keine Ahnung. Aber Spaß steht im Vordergrund. Dann und spielen wir es eben nochmal. Dann spielen wir es nochmal. Und jetzt beginnen wir eine neue Runde. Ich fange an. Ganz kurz, Alina. Und ich will eine 6 haben. Ganz kurz. Was willst du denn sammeln? Was macht denn Sinn? Warum? Warum willst du die 6 unbedingt haben und die 5? Warum? Erklär's mal den Zuschauern. Einmal da liegen. Genau. Die verliert ihr nicht. In der nächsten Runde können das ja wieder verlieren. Aber die können dann diese Runde jetzt nicht verlieren. Die Alina darf nochmal neu würfeln. Nein. Wenn sie will. Und sie hat die 3. Na toll, die Zahl passt ganz super. Ja, das ist halt so. Schon ein bisschen ja, die dabei. Passt echt super. Nur noch die 5 weg. Und dann, was ist dann, wenn du die 5 weg hast? Dann brauche ich mich nicht mehr um diese... Dann kannst du sie nicht verlieren in dieser Runde. Mach. Ja, die Alina will gleich spielen. Aber den Zuschauern will ich es auch ein bisschen erklären. Oh, du musst die. Du hilfst mir mit. Nein. Bitte. Nein. So. Ja. Nein. Jetzt kann sie grün nicht mehr verlieren. Das ist super. Yeah. Ich hoffe, ihr kommt klar. Also die Regeln sind noch nicht schwer. Auf 1, 2 Seiten wird das erklärt. Ich hole das. Und ihr habt nachher die Möglichkeit, noch eine Glückskarte euch zu holen. Das habe ich noch gar nicht erklärt. Aber damit habt ihr alle Regeln verstanden. Ich glaube, wir zeigen euch es komplett. Dann seht ihr alles. Die 3. Nein. Du musst eine abgeben, ich muss nichts abgeben. Ich muss alle abgeben. Und ich nix, ja. Warum muss ich alle abgeben? Erklär's mal den Zuschauern. Weil der noch orange liegt. So, die Alina kann jetzt, sie muss nicht, sie kann jetzt eine Karte abgeben. Nee, wenn ich niedrigere Punkte. Ja, wir sind jetzt aber in der letzten Runde. Das heißt, wir spielen noch eine Runde. Ja, aber ich will viele Punkte. Und dann legt sie wieder die Karten aus. Sie nimmt keine Glückskarten. Ich mach's. Und der jüngste Spieler beginnt immer. Immer. Das steht deswegen meistens. Ich habe aber auch gefragt. Ich wusste nicht, dass der jüngste Spieler. Ja, das steht aber immer in der Anleitung drin. Die können ja auch mal reinschreiben, der älteste Spieler. Oder der Spieler, der Jörg heißt, beginnt. Oder ähnlich wie Jörg klingt. Ja, das ist Quatsch. Aber der älteste zumindest. Wäre ja auch ganz witzig. Nee, der jüngste. So, uns geht übrigens auf. Und bevor wir loslegen, sage ich euch noch ein bisschen was zu den Glückskarten. So, die Alina kann natürlich nicht warten. Was hat sie sich genommen? Gleich die.
6. Eigentlich müsste ich sagen, sie müssen nochmal würfeln. Nein, das lassen wir. Aber ich erkläre kurz die Glückskarten. Das heißt, die Karten werden, bilden einen Stapel. Ich gebe eine meiner Karten ab, insbesondere eine niedrige Karte, wenn ich eine 1, eine 2, je nachdem eine 3, und ziehe eine Glückskarte. Manche Karten kann ich nur einmalig im Spiel einsetzen. Da steht einmal drauf. Zum Beispiel kann ich statt einen Würfel, kann ich einfach so eine Karte abgeben und nehme mir dann die jeweilige Karte aus dem Vorrat. Es sind aber auch dauerhaften Karten dabei. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine 4 würfel und habe die Karte vor mir liegen, dann habe ich eine 5. Oder ich kann sogar ein drittes Mal würfeln. Ist auch nicht schlecht gemacht. Oder ich kann gleich mehrere Karten nehmen. Das heißt, ich addiere sie der gleichen Farbe allerdings. Und minus 1 gibt es natürlich auch. Und das sind die Glückskarten. So, und jetzt ist der Papa dran. Mit 0 Punkten starte ich in die dritte Runde. Das gab es noch nie, Alina. Und damit bin ich dran. Ich muss überlegen, was ich mache. Ich sollte eine Karte nehmen. Nee, ich würfel nochmal. Das kann nicht wahr sein. Was haben wir? Eine? Eine Nullrunde. Das haben wir noch nie erlebt in diesem Spiel. Und was passiert jetzt? Und jetzt schaue ich in der Anleitung nach. So, was mache ich jetzt hier gerade, Alina? Ich mische neu. Und warum mische ich neu? Ja, so kann man nicht aus dem Video aussteigen. So lasse ich euch jetzt auch nicht gehen. Wir spielen gleich nochmal eine Runde. Und jetzt spielen wir richtig gut, hoffe ich. Und haben hoffentlich viele Punkte. Aber das kann passieren. Wir hatten jetzt wirklich beide 0 Punkte. Und die Alina ist dran. Und die Alina ist dran. Und jetzt zeigen wir euch das nochmal. Und konzentriert gehen wir an die Sache. Ich nehme... Nein, mache ich nicht. Ich wäre beinahe drauf reingefallen. Nein, ich muss natürlich schauen, was die Alina hat. Aber die hast du dann behalten und es gibt viel mehr Punkte. Ja, da hast du auch recht. Das ist ein guter Hinweis, ja. Papa hätte auch ein bisschen mitdenken können. Dann hätte er die gehabt. Das stimmt auch wieder. Also ich denke, ihr wisst jetzt, wie das Spiel funktioniert, was man hier machen muss. Und ein bisschen immer mit. Ansonsten mal zwischendrin einen Schnitt. Ansonsten ein Spiel, Jinx, ein einfaches Kartenspiel. Bin hier schon ein bisschen beim Fazit, oder Alina? Ist es schwer zu spielen, das Spiel? Nee. Das ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Und jetzt haben wir uns auf jeden Fall ein bisschen was gesichert. Ab 6 Jahre zählen muss man können. Erste Klasse lernt man bis wie viel zählen? Bei uns bis 20, glaube ich, oder? Mhm. Und hier muss man schon ein bisschen mehr rechnen. Wenn ihr über den Wert dann drüber seid, also je nachdem, braucht ihr ein bisschen Hilfe. Aus meiner Sicht dann eher so ein Spiel ab 7 Jahre, aber man hat es wahrscheinlich auch ausgiebig getestet, dass es auch mit 6-Jährigen geht. Gerade was die Glückskarten angeht, muss man natürlich schon ein bisschen rechnen. 4, nein, komm, ich will nochmal würfeln. Sonst ist der gleich fertig. Die 2. Und ich nehme jetzt die hier. So, dann kann ich mir nachher eine Glückskarte nehmen. Für die 2 zum Beispiel. Und sofern die bleiben, da hast du recht. Und deswegen auch eher Tendenz so ab 7 Jahre. 6 Jahre, da muss man ja schon ein bisschen rechnen, zuordnen, gerade was das Ergebnis dann angeht. Auch bei den Glückskarten ein bisschen rechnen, auch wenn es nur Plus und Minus ist. Aber man muss ein bisschen rechnen. Und die Alina... Abgeben alle Karten, die noch da sind! Halt, 6 hast du gewürfelt? Ups. Ja, von wegen. Papa muss auch mal aufpassen hier, was du hier machst. So, und es weiter geht's. Die Alina, die ist schon hier am Rechnen. Ich nehme die 1. Dann nehme ich du vielleicht doch da die Glück. Ja, hätte ich vielleicht dir lassen sollen. 5. Okay, ich habe jetzt gedacht, du nimmst Orange. So, und 4. Und die 1. Pech gehabt. Ich muss Gelb abgeben. Ich muss Grün abgeben. Aber ich behalte die blaue 6 und die rosa 6. Ich möchte keine Glückskarte, weil sonst muss ich eine 6 abgeben. Dann ist es mir zu teuer. Alina, willst du eine Karte abgeben für eine Glückskarte? Nein. Du musst nicht? Nein. Okay, das heißt, die Karten kommen raus. Und so geht es in die zweite Runde. Nein, nein, nein. Wir legen erst die Karten aus. Dann gehen wir in die zweite Runde. Und dann kommt noch eine dritte Runde. Und ja, dann nehmen wir euch auf jeden Fall noch mit. Hättest du dir die 3 genommen? Fertig. Nee, ich muss die noch abgeben, aber... Oh nein, ich habe 13 Punkte. 13 Punkte, das ging jetzt echt schnell. 13 Punkte, das ist nicht viel. Und die Alina hat, und jetzt merkt ihr, 6 Jahre. 16! 16... Du hast 16 Punkte. Leg's mal offen hin nochmal. So viele? 16 Punkte. Und damit hat die Alina ganz knapp gewonnen. Der Papa hat nämlich 13 Punkte. Gut gespielt. Wie findest du das Spiel? Kurze Info noch von dir. 3 Punkte mehr habe ich. Spielst du es gerne? Ja. Und warum spielst du es gerne?
Es ist ein tolles Spiel. Macht auch Spaß. Noch eine Runde? Können wir machen. Und dann damit? Gewinnst du vielleicht mal. Ich muss mal gucken, wie viel Schnitte ich jetzt hier. Das darfst du den Zuschauern nicht sagen. Ich habe einfach ein bisschen Pech heute beim Spielen, oder? Ich habe einfach ein bisschen. Wir machen nochmal eine Runde. Wenn ihr es euch holen wollt, das Spiel, gerne über die unten genannten Links. Ansonsten mischen wir jetzt die Karten und dann gehen wir wieder eine weitere Partie rein. Ihr merkt, schnell gespielt. Einfach lockeres Spielchen. Jetzt kein Spiel, wo ich jetzt regelmäßig auf den Tisch hole, aber mit Kindern gerne. Und solange es den Kindern Spaß macht, warum auch nicht? So. Und jetzt mische ich. Und jetzt sage ich an dieser Stelle, das hätte ich jetzt wieder unterschlagen. Macht's gut, bleibt gesund und spielt was Schönes. Bis bald. Ciao. Ciao. Jetzt gewinne ich. Ich konzentriere mich jetzt komplett. Na, Würfeln kann man aber nicht immer gewinnen. Meinst du? Würfeln muss man Glück haben oder Pech haben. Ja, oder so.